Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Sondervideo. Ja, geplant war es nicht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber die Star Stable Pferde-App ist rausgekommen. Ich habe sie mir natürlich gleich runtergeladen, aber noch nicht reingeschaut. Das mache ich jetzt mit dir zusammen. Und guck mal, das ist unser Stall, wie süß. Man sieht es gleich, gell, dass das Star Stable ist. Und man hört es natürlich auch gleich. Und ich drücke jetzt hier mal auf Play. Mal gucken, was dann passiert. Willkommen bei Star Stable. Zurzeit gibt es so viele Mustangfohlen in Jorvik, um die sich gekümmert werden muss, dass deine Hilfe gefragt ist. Okay? Ziel des Spiels. Zieh dein Fohlen auf, bis es Level 10 erreicht. Du kannst das Pferd dann mit Hilfe von Star Coins, das ist gut, okay, zu Star Stable Online transferieren. Der Preis ist derselbe wie in SSO, aber es wird ein Level 10 Pferd sein. Wow, das ist cool, oder? Ein Level 10 Pferd kriegt man dann gleich. Oder du startest die App erneut und spielst weiter. Das finde ich ja schön, also wenn der Preis der gleiche ist, aber das Pferd dann schon Level 10 hat, ist natürlich mega. Okay? Wähle dein Fohlen. So, es wird also ein Mustang. Ach Gott, oh Gott, und ich wollte immer so einen schwarz-weiß gescheckten haben. Es wird also ein Fohlen, ein Mustang. Da habt ihr den Buckskin, ne? Das wird bestimmt ein Buckskin, wenn es groß ist. Oder ein Mustang-Schimmelchen. Oh, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den schwarz-weißen Schecken. Oder nehme ich den Buckskin? Oh nein, was nehme ich nur? Guck mal, oh, der hat da vorne so eine kleine... Ich nehme den. Ich nehme jetzt den, komm her. Fortsetzen. Oh, jetzt kann man hier schon den Namen aussuchen. Oh, das ging ja schnell. Okay. Dream Star. Das ist doch eigentlich gut. Spider, sind das neue Sachen? Spark? Dream Spark. Ah, wie cool ist das denn? Okay, ich guck mal durch. Ich glaube, guck mal, sind da neue Sachen bei, oder? Ich glaube, da sind neue Sachen bei. Oder da sind Sachen, die mir noch nicht so aufgefallen sind. Kannst du mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob da neue Sachen bei sind. Ich wusel hier mal so ein bisschen durch. Ich weiß, Princess gab's, aber Potential gab's, glaube ich, nicht, oder? Oder Play? Gab's Play? Keine Ahnung. Dream Pie. Oh, ich nenne den Dream Pie. Ein Traumkuchen. Oh, wie nett ist das denn? Okay, hi Dream Pie. Und dann mal gucken. Horses möchte dir Mitteilungen senden. Ja, natürlich. So, das ist also Dream Pie. Und jetzt ziehe dein Fohlen auf, indem du tägliche Aufgaben erfüllst. Du findest die Aufgaben in der Box oben links. Okay. Du kannst das Spiel von vorne beginnen und ein zu jeder Zeit... Da kommen die Nachrichten schon, dass die App rausgekommen ist. Ich wusste es schon vorher, weil die liebe Philippa mir das geschrieben hat. Du kannst das Spiel von vorne beginnen und ein zu jeder Zeit neues Fohlen im Menü auswählen. Ah, okay. Das heißt, ich kann so viele Mustangs mitzüchten, wie ich will. Und natürlich könnten dann hier auch neue Pferde dazukommen, ne? Ist ja klar. Guck mal, oh, ist das nett. Guck, und dann kann ich hier tippen und dann läuft es. Ah, wie süß ist denn das, bitteschön. Ich muss ja sagen, ich war extrem skeptisch, was die App betrifft, weil ich einfach dachte, oh nein, ich habe keine Lust, dass die mir hier das Geld noch extra aus der Tasche ziehen. Sieht aber nicht so aus, der Preis ist der gleiche und ich bekomme ein Level 10 Pferd. Finde ich okay. Die App zum Runterladen, also den Link, ne, den findest du natürlich unten in der Infobox. Und jetzt gucke ich mal, was sind denn das für Aufgaben? Erfülle tägliche Aufgaben, um mehr Training freizuschalten. Okay, ich zeig das jetzt einfach mal in Ruhe. Guck mal, das sieht aus wie die... Ah, das ist so cool. So, da kann ich hier das dann waschen. Hallo Dream Pie. Kleiner, süßer Dream Pie. Ah, ist das niedlich. Guck, und jetzt hier mit dem Schwamm schön sauber machen. Schön einschäumen. Am Hals auch ein bisschen, nicht im Gesicht. Ich glaube, das mag Dream Pie nicht so. Ne, du kleiner Dream Pie. Ah Gott. Also, natürlich interessiert mich, wirst du dir die App auch holen? Welchen Mustang wirst du dann nehmen?
Und wie findest du das so bisher? Ne? Also hast du selber schon reingeschaut? Interessiert mich natürlich, schreib mir das unbedingt unten rein in die Kommis. Oh, da kam ein Herzchen raus. Glückwunsch, Auftrag erfüllt. Okay. So. Ah ja, und dann steigt der Level langsam. Ne? Okay. So, und jeden Tag kann man da so eine die Aufgaben machen, sieht so aus. Also ich hoffe natürlich einfach, dass ich nicht jeden Tag 10-mal da reingucken muss. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde es sehr, sehr süß bisher. Und Mustang-Farben finde ich, ich finde es auch gut, das sind dann natürlich Farben, die kann ich in-game gar nicht kaufen. Wenn ich die haben möchte, muss ich ja die App spielen, ne? Das ist ja das, obala, was ich eh vermutet habe. Du wirst sehen, heute in den Lach- und Sachgeschichten habe ich mit der Xim über die App geredet, als wir da gestern, also wir haben das aber gestern, wir haben da gestern drüber gesprochen, ne? Weil das Video ja immer ein bisschen Zeit braucht, um fertig zu werden. Und deswegen war da die App natürlich noch nicht draußen. Und jetzt kommt der App-Test vor dem Lach- und Sachgeschichten raus. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich denke, das ist nicht so wild. Dann kann man da vielleicht nochmal, da wirst du dann hören, was für Zweifel wir hatten und so. Ach Gott, ist das nett. So, jetzt bestimmt noch füttern auch, gell? Ja. Einmal. So, hier rein mit dir. Ach Gott, guck. Ach, kleiner Dream Pie. Du bist ja ein süßes Schätzchen. Ja, du bist ja ein süßes Häschen. Okay. Und zack. Und jetzt Training. Mal gucken, was Training ist. Okay. Oh, das war nicht gut. Ah, guck mal. Ach Gott, ja, okay. Wie nett, ey. Ja, brav machst du das. Kleines, oh, mein Honigkuchenpferd. Dream Pie ist mein Honigkuchenpferd. Ach Gott. Gott, wie süß. Und noch einmal und dann hast du es geschafft. Okay. Einwandfrei. Oh, da ist ein neuer Auftrag. Komme für mehr Quests in 24 Stunden zurück. Sehr schön. Das heißt, ich kann diese Quests jetzt also einmal am Tag machen. Vielleicht kommen dann auch noch neue dazu. Man weiß das natürlich nicht. Dann gucke ich mal jetzt Dream Pie Level 2. Was kann ich denn hier noch machen? Einmal in den Stall. Ah, guck mal. Ja, wie nett. Okay, dann kann ich hier in den Stall. Dann kann ich ihn im Stall anschauen. Das ist dann Koppel wahrscheinlich, ne? Ja. Leckerchen kann man ihm geben. Ach komm, ein Äpfelchen kannst du haben. Bitteschön. Hier ist ein Apfel. Ja, du bist ja feiner. Gott, bist du putzig, du kleiner süßer Hase. Dann mache ich das wieder aus, ne? Was kann ich denn noch machen? Was ist denn ein Herzchen? Und, oh, guck mal, da macht er die Augen so süß zu. Schau mal, wie goldig das ist. Oh Gott, ist das niedlich. Wie schön. Ja, das ist ja super. Aber das steigt da im Level, glaube ich, nicht. Fotos kann man auch machen. Also, ach, guck mal, da kann ich hier richtig so oder so. Und... Cool. Horses möchte auf deine Fotos zugreifen. Ja, okay, mach das mal. Gott, ist das niedlich. Oh mein Gott. Okay, warte, jetzt kann man noch so... Ah, ein bisschen von oben. So vielleicht. Ach, schön, ja. Das ist ja echt süß. Das finde ich ja echt goldig. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist echt süß. So, dann kann ich die Fotodings wieder aus. Und dann gucke ich natürlich noch, was man im Stall... da war, glaube ich, Füttern und sowas. Ich gucke da aber natürlich auch noch rein, damit du das auf jeden Fall siehst und ich alles gezeigt habe. Ja, das ist wieder auf die Koppel. Das ist Füttern, Striegeln, Wasser geben. Guck mal, Huf auskratzen. Ach doch, das habe ich auch gemacht. Ja, okay, ja, das sind die Pflegesachen, ne? Also, was man bei Star Stable auch normalerweise hat. Diese Pflege, oh, balla, der hat schon wieder Dreck im Huf hier. Nur von den paar Fotos. Okay, das ist ja mega süß.
So, dann mal wieder auf die Koppel, weil das habe ich ja heute alles schon gemacht. Das kann man halt öfter am Tag machen. Die Aufgaben, das ist das. Okay, dann, da ist nichts weiter. Nein, nein. Dann gucke ich mal, was hier oben. Da könnte ich dann wahrscheinlich die App neu starten, oder? Ach Gott, und wenn man so tippt, dann läuft es wohin? Na, kann ich da hier? Ja. Okay, jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn man da so drückt. Okay, das ist mein Profil. Dream Pie, Level 2 Fohlen. Ach, da könnte ich den Namen auch noch jederzeit ändern. Das ist auch schön, ne? Wenn einem dann doch ein anderer Name besser gefällt. Finde ich ganz gut. Was gab es da noch? Sonst nichts. Okay, und was ist denn hier? Also, da kannst du den Sound neu einstellen. Oder man könnte das Spiel neu starten und sich dann natürlich ein anderes Fohlen neu aussuchen. Das ist ja cool. Also ich werde das jetzt so machen, ich werde Dreampie jetzt natürlich großziehen und ich werde einfach in meinen Star Stable folgen. Wirst du jetzt jeden Tag unten in der Ecke eingeblendet sehen, den kleinen Dreampie, damit du mitkriegst, wie er wächst, welchen Level er hat. Das lasse ich einfach einblenden jetzt unten dann immer in den Star Stable Videos ab. Morgen dann. Heute schaffe ich das ja nicht mehr, weil das Video schon hochgeladen ist. Aber ab morgen und dann kannst du immer den kleinen Dreampie beobachten, sozusagen. Eine Fohlencam in meinen SSO-Videos. Ja, ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß mit der App. Ich jedenfalls bin gespannt. Ich finde, so sieht es echt putzig aus. Und ich bin so froh, dass das toll geworden ist und nicht irgendwie blöd. Ich sag jetzt Dankeschön fürs Zuschauen bei dem spontanen Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch. Again, we'll stick together.